jetzt also, denke ich mal, die Strohblöcke und Weizen sich so mitnehmen. Ich denke mal, dann sollte ich alle Eventualitäten abgedeckt haben bei den Pferden. Ah, und halt die goldenen Äpfel wollte ich mal mitnehmen. Stimmt, das war's. Das war es auch noch. Und einen Sattel, ja, einen Sattel könnte ich auch mitnehmen. Das ist halt die Frage, wenn ich ein Pferd anleine und das hinter mir herziehe und dann auf einem anderen Sitze reite, geht das dann? Das wäre ja mal gut zu wissen. Aber, ja, werde ich ja wahrscheinlich gleich sehen, wenn ich es irgendwie schaffe, die zu zähmen. Mann. Ich will nur nach Hause. Die letzten 280, 70 Meter, was auch immer, werden ja wohl drin sein. Laufe, zieh durch. Ja, ich bin auch bald da. Ja, ich bin gleich da. Ich sehe doch schon meine Mauern. Oh toll, jetzt muss ich extra wieder außen rumlaufen. Na gut, dafür sind Mauern ja auch da, dass man nur an bestimmten Stellen reinkommt. Und Schutz bieten und was weiß ich, aber ja. So, Pferde, wie weit sind die Pferde? Ach, ja, 900 Meter in etwa. In etwa. Das geht ja noch. Eigentlich, ne? So. Und also das wird halt, die 200er Folge wird dann wahrscheinlich so sein, dass ich erstmal ganz, ganz viele Steine farme. Während die dann im Ofen stecken oder so, werde ich dann wahrscheinlich Holz holen. Also ich plane jetzt halt schon mal so ein bisschen für mich. Ich werde halt hier so ein Holz holen, dann werde ich, na gut, das Holz für die Mauer oder, eigentlich würde ich das Haus gerne weiterbauen, deshalb, ja. Ja, na mal gucken, was ich halt in der Zeit mache, oder ich werde halt erstmal weiter mit dem Zeugs hier verzieren. Das ist halt die Frage, ob ich dann erstmal also mit Lehm, ob ich dann erstmal mit Lehm die ganzen Verzierungen fertig mache. Oder halt weiter nach oben baue. Ich glaube, ich mache erstmal die Verzierungen fertig. Dann werde ich überlegen, was ich dann so fertig gebrannt. Ja doch, in der Zeit, wo ich weg war, hat es noch fertig. Ja gut, jetzt fehlt da schon mal ein Kohle noch drin. Mal sehen, ich habe hier doch bestimmt noch Kohle rumliegen, oder? Bitte, bitte, bitte. Ne, sind Kartoffeln. Egal, ich packe erstmal alles in den Öfen, dann hole ich Kohle. So, Level 24, ja gut. Oh, da ist noch Kohle, da kann ich hier mal... Aha, verdammt. So, da ist auch noch Kohle, da kann ich was mitnehmen. Wie viel kann ich denn hier noch mitnehmen? Kann ich sogar noch eins so. Dann kann ich hier nochmal, 1, 2, 3, 4. So. Weil eben schon eins am Brennen ist. So. Sehr schön. Packe ich erstmal noch, wenn ich sie vergesse, da noch einen dazu. Packe ich hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, Kohle. Kohle. Sehr gut. Noch läuft der Dude mit der Kohle. Ja, eindeutig. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, die Öfen reichen gar nicht für das, was ich hier an Clay habe. Wie es aussieht. Ja, doch, Kohle ist erstmal genug. Also wie gesagt, ich nehme erstmal hier lieber ein bisschen raus, um das auf alle Öfen verteilen zu können. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger. Ah, so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Öfen nicht reichen werden. Ja, doch. Recht sicher. So, da ist noch genug Kohle drin. Nehme ich, also ich, wie gesagt, ich mache erstmal so und dann befülle ich die Öfen lieber später so. Das ist auch bei Feed the Beast geil, dass man die Öfen ja gar nicht befüllen muss, weil man da ja halt mit Energie angetrieben, egal was für welche man da gerade benutzt halt. Ob man da nur gerade mit Solarenergie oder mit Atomenergie oder was auch immer benutzt. Ist einfach schon geil, die Mod. Das Modpack eigentlich. Sind ja, ist ja nicht nur eine Mod. Sogar so. Hm. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. So, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind noch übrig. Ich pack mal hier. Ja, ich wusste auch, dass ich hier irgendwo eine Kohlekiste habe. Sehr gut. Pack ich erstmal alles so rein. Das Essen, das kommt dann später noch dazu. Jetzt gehe ich erstmal nach Hause, vielleicht sogar ein bisschen pennen. Hier ist eine Fackel. Da Fackel. Und ich muss ja auch noch an sich ein bisschen die die Stalldecke von dem, da fehlen ja noch zwei, drei Blöcke, glaube ich. Ne?
Wartet nicht so, genau so wartet. Haben wir hier noch ein paar Eier da hinten? Der Huhn braucht nämlich auch noch ein Gesell. Fängt an zu regnen. Aha. Nein, falscher Knopf. So, richtiger Knopf. Ist jetzt die Frage, ob bei Regen die Lampen angehen, Redstone-Lampen, würde ich mich mal gerade fragen, aber egal. Das ist jetzt erstmal egal. Ich wollte Zeugs weglegen. Ja, Zeugs weglegen. Erstmal Gold. Das, Alter, ich habe schon eine ganze Menge Gold. Das wäre jetzt bei Vize-Beast geil. Das kann ich nur sagen. Weil aus Gold kann man recht viel craften. Oder umwandeln. Je nachdem, wie man es gerade haben will. Mob-Zeugs. Da packe ich erstmal das Leder rein. Und die Schallplatte, ja, die kommt da halt nicht rein. Warte, das ist nicht schon meine zweite Schallplatte? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, ich habe schon eine irgendwo. Nein, nicht Redstone. Verschiedene. Ist eigentlich schon eine Schallplatte? Schallplatte? Tatsache, die habe ich auch in irgendeinem Dungeon gefunden. So war das doch. So, 24, ja gut. Ich habe mich, werde denn demnächst, was hat die? Ja, werde ich dann eine Spitzhacke oder ein Ding verzaubern? Weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. So, ich wollte erstmal die Leinen holen. Leinen. Ach, ich überhaupt, ja, habe ich da reingepackt. So. Dann wollte ich, ich habe doch keine goldenen Äpfel, ich habe nur goldene Karotten. Schade, schade. Warte, hier ist noch ein bisschen. Ich habe alles Weizen verbraucht. Das ist ja. Ach stimmt, habe ich hier. Hä? Mhm. Hatte ich wirklich nur 3 Stacks Weizen? Jetzt bin ich aber verwirrt. Ne, da haben wir doch 43 Weizen noch. Sehr gut. Dann. Wo habe ich jetzt die Strohblöcke hingepackt? Ich glaube. Warte mal. Das nehme ich auch mal mit. Das packe ich dann nachher noch in den Öfen oder so. Oder so halt, ne? Habe ich das jetzt nach hier gepackt? Nach hier. Wo habe ich denn jetzt die scheiß Strohballen hingepackt? Da. Ich wusste doch, dass ich irgendwo war. Ich wusste es einfach. Dann gucke ich mal kurz. Ist ja gleich in der Nacht, ne? Aber, habe ich hier noch ein bisschen. Ja gut, Pfeil könnte ich. Ich könnte mir 16 Pfeile machen oder so. Aber ja. So. Dann jetzt wieder frisch ans Werk am Tage, Schwert in der Hand. Angst vor Creepern habe ich schon. Nicht in Bezug auf Töten, sondern in Bezug auf kaputt machen. So, hier noch ein bisschen Licht. Da war das Haus vom GX Raptor. Das werde ich dann hier irgendwann noch mit dem Weg richtig anknüpfen und so. Vielleicht werde ich auch noch zwei, drei kleine Änderungen dran vornehmen, weil ich finde schon, dass ein Dach einen Überstand braucht. Kann ja sagen, was er will. Werde ich noch ändern. Rohes Rindfleisch, nein. So. Happa Happa macht es. Sehr gut. Clay, wir brauchen noch seine Zeit zum Brennen, schätze ich. Schätze ich einfach mal. Ich habe jetzt den Sattel gar nicht mit, da muss ich gleich nochmal runtersprinten. Die Tür ist ja sowieso noch offen. Und ich rede schon wieder, dass es hektischer war. Kann das sein, so ein bisschen so? Trotz Buggen liebe ich die Shader. Einfach geil. Schick, schick sind sie, schick, schick. So, und hier entsteht halt auch langsam so mehr oder weniger so eine kleine Häuseransammlung. Vielleicht dann da noch ein paar überall hinbauen. Irgendwo muss halt noch ein Gehege hin, beziehungsweise zwei Gehege, eins für Schweine, eins für Kühe. Ich meine, die kann ich ja nicht in eins sperren. Ich weiß gar nicht, wie man sich einen Sattel craftet. Ich glaube mit Eisen und Leder und so, aber ja. Oh, geil, ich liebe diesen Effekt einfach. Mit dem Blenden und ah, ist das schön, ist das. Verdammt, ich wusste doch, dass das irgendwann passieren wird. Der hat meine Wolle kaputt gemacht. Warum hat der denn meine Wolle kaputt gemacht? Was soll denn das? Wo ich gerade hier bin, fällt mir nämlich ein. Ja, ich hatte doch schon. Ich hatte auch mal schon mitgerechnet, dass das passiert, aber naja. So. Fehlt mir eine graue Wolle. Mir wurde nämlich mal empfohlen vom Loopmaster LP, dass ich hier vielleicht die Knöpfe aus Holz machen sollte. Toll, jetzt! Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Oh, Alter! So ein Fick-Creeper. Ich hasse Creeper. Ich muss das mit dem Mob-Griefing auf Holz stellen, irgendwie. Könnte sagen, was er wollte, aber irgendwann muss das sein. Mal gucken, wie ich das dann einstellen kann, weil wegen Cheats aus und so. Ja, toll, ne? Werde ich erstmal hier noch ein bisschen mehr Holz verbrauchen. Totenholz habe ich zwar leider keines mehr. So, ich hoffe mal wenigstens, dass die Verkabelung noch funktioniert.
Ja, wenigstens das geht noch. Jetzt brauche ich erstmal nochmal wieder ein bisschen Redstone-Lampen. Dschungels, ja gut, Dschungels ist an sich jetzt ja nicht so schwer zu kriegen. Nee, die brauche ich bestimmt nicht. Die eine bringt mir auch nichts. Jetzt werde ich wieder erstmal die vorübergehend nehmen. Warte mal, ach, genau, ich habe ja schon Steak mit. Sehr schön. Jetzt brauche ich wieder... Ach, ich muss hier nur dahin. Mal sehen, ich weiß ja nicht, was hier alles kaputt gemacht hat. Nehme ich mal lieber so alles mit. Sicher ist sicher. Und warte, habe ich vielleicht noch ein paar Holzknöpfe? Habe ich nicht, verdammt. Ich glaube, ich nehme dann da mal für... sollte ich nicht? Weiß ich gar nicht. Ob ich dann für die Türen solche Dinger nehmen sollte? Aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall brauche ich jetzt noch einen zweiten Knopf. Weil es wäre jetzt kacke, wenn jetzt das die ganze Zeit offen bleibt. Erstmal muss ich was essen. Ach, ich hasse Creeper. So, ja. Wie waren die Lampen angeordnet? Also, da. Und da, ne? Und dann war hier in der Mitte, hatte ich hier nicht auch zwei gemacht? Oder waren da keine? Das weiß ich gar nicht mehr. Ach ja, ach ja. Und hier brauche ich ja gar nichts mehr, da kommen ja dann in die Fenster rein. Aber ganz ehrlich, das muss ich reparieren, ehe ich weg kann. Also ich Pferde holen kann. Beziehungsweise ich könnte... Ja doch, ich glaube, ich mache es einfach so, dass ich dann auf dem Weg... ein bisschen Dschungelholz farmen, das ist ja nicht das Problem. So, dann packe ich das mal wieder weg. Dann nach oben. Nehme ich den, wechsle ich den Knopf einfach mal kurz, damit das zugeht. Ich schätze mal, an sich wird's. Das könnte hier immer noch. Ah, warum spawnt denn ausgerechnet ein Creeper da drin? Ficker ist. So. Damit sollte es auf jeden Fall abgedeckt sein. Ich fand das halt nur so stylisch an sich, aber ja. Aber ja, so. Türe zu. Sehr schön, ich laufe die Richtung. Da muss ich eben hin zum Pferden. Mann. Axt habe ich natürlich nicht mit. Boah, ey. Jetzt muss ich extra nochmal den Knopf umändern. Das ist doch ein Scheiß hier. Das ist doch echt ärgerlich. Sehen hat der vielleicht nicht doch noch irgendwie... Was ich gebrauchen kann? Nein. Wenigstens ein Stück Holz wäre ja schon nützlich für mich. Oh, ich habe sogar drei. Nehme ich Tropen an. Ich liebe erstmal so. Dann nehme ich mir die, wo war die Worte, die ich in die Pack gehabt? Hat hier richtig... Da hat ich noch nicht richtig einsortiert. Dann halt... Da, genau. So war das. So war das. So, das Holz habe ich noch mit. Gut, dann kann ich... Ach, egal. So. Egal jetzt. Türe, uff, dann mache ich erstmal wieder die ganzen Platten noch schnell. Frage ich mich auch, warum da keine zwei Platten raus werden. Weil ich meine, im Endeffekt ist... Oh, jetzt muss ich den Knopf natürlich auch noch drücken. Im Endeffekt ist ja natürlich... Ja, ist ja nur eine Hälfte davon nicht mal. Wahrscheinlich sogar nur ein Viertel. Da müsste ich theoretisch eigentlich vier Platten rausgehen, schätze ich. Aber naja, so ist das halt. So, die Mohrrüben packe ich mal weg und nehme lieber Steak in Hand. Damit wir das ordentlich zu essen haben. So, den Sattel habe ich aber mit. Ja, habe ich. So. Also echt mal, es ist irgendwie eine Fail-Aufnahme. So ein bisschen so, ne? Aber ja. Machst du nichts. Ich laufe erstmal noch geradeaus, damit ich mal ein bisschen nach rechts, damit ich zum Dschungel komme. Das packt jetzt natürlich wieder irgendwie übel rum. Guck jetzt, ich laufe gerade nach der Race Minimap, dass ich nicht in Lava falle. Und ja. Dann gucke ich einfach mal, dass jetzt halt... Ich brauche ja gar nicht so viel Dschungelholz, aber ich werde einfach mal kurz einen Baum fällen. Und dann ab zu den Pferden. Ich meine, auf dem Weg zu den Pferden komme ich wahrscheinlich auch am Dschungel vorbei, aber ich, da der nicht weiß, wo genau der ist, laufe ich lieber mal so zum Dschungel, wo ich weiß, wo einer ist. Ne? Versteht er bestimmt. Steak. Ah, geil. Sehr geil. So. Wenn ich dann endlich ein paar Pferde habe, muss ich mal gucken, wie ich das mache, dass ich die ab und zu mal zusammenführe, damit sie mir ein paar Fohlen schenken. Ich weiß auch nicht, wie das geht, ob sie dann dafür Äpfel brauchen oder was weiß ich. Ich weiß es ja nicht, aber okay, der Dschungelbaum sollte schon ausreichen.
Zähne, ja, reicht. Ab zu den Pferden. Ab zu den Pferden. Jetzt erstmal gucken, wie das halt geht. Ob ich den wirklich erstmal einen Sattel aufsetzen muss, damit ich auf den reiten kann, oder... Ja, wäre eigentlich logisch, ne? War halt nur mal komisch, da hatte ich mal schon im Creative-Modus auf einer neuen Map ausprobiert, nur ganz kurz halt, ein paar Pferde gespawnt und ich konnte mich irgendwie auf die draufsetzen. Dann habe ich den irgendwie, ich glaube, ich habe den Äpfel gegeben, aber das weiß ich nicht genau. Das wäre ja schade, wenn es nicht mit Dingsens gehen würde. Nehme schon meine Hand. Weil Äpfel habe ich nur gerade wirklich nicht zur Hand. Leider nicht. Aber ja. Aber ja. Ich hoffe, die Pferde sind jetzt irgendwie despawned, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das wäre irgendwie doof. Wäre das, ne? Und ich meine, falls ich jetzt wirklich schon ein Pferd gezähmt haben sollte, dann könnte ich ja schon auch drauf dem Reiten, dann bin ich ja theoretisch schneller zu Hause. Wenn ich ja noch einen guten Weg finde, sodass ich, dass das dann nicht stirbt. Ich weiß auch gar nicht, ob Pferde schwimmen können. Theoretisch eigentlich schon, also ich wäre zumindest dafür, dass sie es könnten. Ist ja schon wieder gleich Nacht. Ich meine, ich kann ja nicht mal Comments benutzen. Ich könnte Comments benutzen, wenn ich jetzt schnell die Welt für einen LAN öffne. Dann könnte ich einstellen, dass Cheats erlaubt sind, aber nee, das ist ja auch doof, oder? Oder? Weiß ich nicht. Ja, doch. Ist halt nur die Frage, wenn ich, ob ich dann die Möglichkeit hätte, hier die Game Rule einzustellen, weil mit den Creepern, das nervt mich mittlerweile doch sowas von dermaßen. Bin ich ab und zu doch etwas angepisst, natürlich. Ist ja direkt am Dschungel, das hätte ich auch gar nicht wissen können. Ich bin auch gar nicht voll durch... Ach, egal. Jetzt habe ich so schon Dschungelholz mit. Oh, ich höre gerade irgendwie so eine kleine Rückkopplung oder was auch immer. Dieses komische Geräusch war da gerade. Ein Ozelot, Mensch. Die bräuchte ich eigentlich für Creeper, ne? So, den Baum hätte ich einfach mal mitgenommen. Weil ich nie wissen kann, ob ich das Holz nicht auch noch brauche. Beziehungsweise Holz kann man immer brauchen. Und ich sollte langsam mal mich dran gewöhnen, ein paar Rohstoffe auf Lager zu haben. Oh, jetzt wäre eine Quarry geil. Dann hätte ich nämlich gleich ganz viele Steine, dann wäre es alles für mich einfacher. Dann schön einen Elektroofen gepackt und dann hätte ich gleich ein paar Steinziegel. Oh, zumindest ja. Wäre schon geil. Ach man, ich hätte jetzt schon gern Tag. Ach, aber nee, ich will jetzt nicht cheaten. Ich will jetzt nicht ins Cheaten verfallen. Das wäre jetzt. Da ist ein Creeper auch gegangen. Da bin ich lang gelaufen. Dab, dab, dab. Die Musik geht jetzt voll ab. Wäre ich voll die Fightmucke für die Nacht fast, wa? Das hätte ich mir angewöhnt, vielleicht mit dem Bett rumzulaufen, mich dann halt nötigenfalls irgendwo einzubuddeln schnell. So, hier müssten jetzt gleich da sind Pferde. Da sind sie noch, sehr schön. Sie sind noch da. Das gefällt mir. Von der Lava fernbleiben. Wäre auch fair, wenn ich jetzt ein Pferd habe, mit dem voll in die Lava reite. So, Pferd, bist du schon groß? Bist du noch nicht? Kann ich dich jetzt nicht füttern? Kann ich dich anleihen? Jetzt kann ich hinterherziehen. Ja, friss. Friss meinetwegen. Willst du das fressen? Ja, das willst du fressen. Sehr gut. Wo ist... Ah, da liegt meine Leine. Du hast deine Leine losgerissen. So, Pferd, magst du mich jetzt vielleicht schon? Oder auch noch nicht. Ah, du bist doch schon groß, ne? Jetzt habe ich nur noch einen Weizen, na toll. Wahrscheinlich ist das Pferd nicht mal damit gezähmt. Ah! Aber es... warte, das muss ich ja drücken, zum Verlassen. Es mag mich jetzt noch nicht ganz, oder was? So. Jetzt aber, ne? Gut, ich habe schon mal ein Pferd. Das zweite Pferd werde ich vielleicht auch nicht holen. Oh, Pferde können nicht schwimmen. Was ist denn das für eine Verarsche? Also nicht mit Personen drauf. So schwimmen sich schon, ja. Gut, dann werde ich mir jetzt mal gleich meine Leine schnappen und das Pferd hinterherziehen. Oh, lass mich doch alle in Ruhe. Ach, am Arsch, ihr Pferd. Ficker. So. Leine habe ich wieder aufgesammelt, sehr gut. Ach, Pferde können ja so Stufen einmal hochlaufen. Oh, das ist geil. Das ist echt geil. Komme ich hier runter durch? Tatsache. Ja, ich mag Pferde. Und allzu langsam bin ich damit jetzt auch nicht, wa? Oh, die kommen jetzt nicht... Och, sag bloß, die kommen nicht durch... Zweier, durch einer Breite durch. Da muss ich ja beim Stellen nochmal kurz alles wieder wegnehmen. Wenn ich dann damit rumlaufe, so mit Fern kann ich auch auf höhere Sachen springen, ne? Könnte ich zur Not. Los,
wenn ich da mal im anderen Bereich, im orangen Bereich schaffe. Oder auch nicht, egal, ich laufe so rum. Ist ja egal. Ich will einfach nur nach Hause kommen. Oh oh, Creeper, hau ab. Ja, geh ruhig da hinten hoch, das ist mir egal. Du darfst doch nicht mein schönes Pferd töten, das wäre kacke. So, hier über Wasser. Oh, gut, das kleine Stück ging anscheinend noch. Das ist gut. Na los, oh, ich dachte, du kannst auch springen. So, und ich glaube, diese Fressanzeige ist das Leben vom Herz, vom Pferd. Ach, egal. Aber ja, das ist schön, dass ich jetzt schon mal ein Pferd habe. Wenn es auch nur eins ist, werde ich mal gucken, ob ich jetzt gleich noch loslaufe und ein zweites hole. Wäre vielleicht gar nicht so dumm. Ah, ich habe keinen zweiten Sattel, ne? Werde ich mich vielleicht mal nochmal kurz nachgoogeln, wie Sattel nochmal ging oder so. Ich glaube eigentlich, das war irgendwie mit, vielleicht auch noch mit Fäden und Leder und und Eisen war das, glaube ich. Aber ich weiß es leider wirklich nicht mehr. Weil ich wirklich noch nie einen Sattel gecraftet habe. Und ich glaube, ich habe auch schon einige Sättel in Kisten liegen lassen. Jetzt im Nachhinein ist natürlich dumm, aber das wusste ich ja damals noch nicht, dass es wirklich Pferde geben wird. Oh, haut ab. So, das Dorf kenne ich auch. Lasst mich alle in Ruhe. Pferd, komm mit. Sehr schön. Ja, ja. Kussi und so. Ah, verdammt, Zombie. So, hau ab. Lasst mich alle in Ruhe. Ha ja, Dornen sind scheiße, wa? Penner. Verdammt, der war zu flach. So, jetzt aber. Jetzt lass mich doch... Nein, Zombie, hau ab. Lass mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will doch nur nach Hause. Ja, will ich doch gar nicht so. Pferd. Kommen Sie jetzt wieder mit. Mann, Mann, Mann. Das ist auch wieder eine Aktion hier. Ich laufe jetzt mal hier durch die Wüste. Da müsste ich eigentlich schon auf der richtigen Seite sein. Weiß gar nicht. So. Mehr Pferd? Nein, so. So. Die Richtung muss ich. Also die hier. Enderman, ich habe den nicht angeguckt. Gut. Alles easy, alles easy. Aua, aua, aua. Lass mich in Ruhe. Und mein Pferd auch. Ich will doch nur nach Hause. Mehr will ich doch gar nicht. Alter, haut alle ab. Warte mal, kann ich eigentlich mit dem Pferd sprinten, wenn ich Doppel-W drücke? Oder macht das keinen Unterschied? Gut, dann muss ich mal gucken, dass ich da vorbeikomme. Oh, ich dachte schon, ich fall jetzt mit dem Pferd runter. Das wäre kacke gewesen. So. Aber ich bin gleich zu Hause. Dann werde ich das Pferd anleihen. Hoffentlich jetzt da nicht schon wieder irgendwie ein verkackter Creeper. Das wäre voll zum Kotzen. Würde ich richtig abreiern. Wenn jetzt ein Creeper mein Pferd hochjagen würde, ey. Das wäre das Letzte. Aber na, ich habe heute ja echt mein Creeper-Glück gehabt. Ne? Gut, dass ich den Weg hier schon einigermaßen gebaut habe, da komme ich ganz gut außen rum, obwohl es wahrscheinlich auch so gegangen wäre, aber ja. So, Viecher sind da schon. Ja, natürlich ein Creeper sehe ich schon mal. Lass mich einfach alle in Ruhe, Penner. Okay, es geht doch hier mit dem Licht. Also zumindest an sich so. Ich werde jetzt einfach das Pferd nur mal kurz provisorisch anleihen, bevor ich es dann irgendwann mal richtig anleine. So war es jetzt zum Absteigen, so. Und du kommst nach da. So, und jetzt kommt ihr dran, ihr Penner. Alter, ihr mit euer Scheiß... Das ist schon kacke, wenn zwei auf einmal da sind, wa? Aber ja. Gott sei Dank habe ich eine recht gute Rüstung. So. Da drin dürfte jetzt nichts sein. Stimmt, mir fehlt noch ein Wolle, ne? Und Glas habe ich auch nicht mit, aber ja, da könnten jetzt höchstens Spinnen durchkommen. Das ist dann nicht so schlimm. Alter, sehe ich aus. Egal, so, ich fliege das nur kurz alles hier noch. Jetzt habe ich kein Redstone mit, also fliege ich das noch nicht ganz. Ich weiß noch nicht genau, wie das war, wie ich das da gebaut habe. Ah, baue ich mich mal kurz hoch. Wie ich das verkabelt habe natürlich. Ah, ja genau, so war das. Sicher, dass hier... In der Mitte, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Ich glaube doch, hier in der Mitte waren welche, ne? Redstone-Lampen, meine ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich baue jetzt auf jeden Fall welche hin. Also hier wird dann quasi so verkabelt, dass da zwei hinkommen. Hier kommen die Lampen hin. Da kommt dann ein Kabel drauf, genau so könnte man es machen. So mache ich es dann. Fertig. So, eigentlich habe ich gar keine Lust rauszugehen. Aber ich muss es tun.
Knopf drücken. Creeper, hau ab. Natürlich sieht mich der verkackte Creeper auch noch. Oh Gott sei Dank, der stand noch oben. Jetzt habe ich aber keine Lust rauszugehen, ne? Ich auch kacke. Essen so, essen, schlafen. Gut. So, jetzt werde ich erstmal noch ein bisschen unten rumlaufen und hoffen, dass der Creeper despawnt. Ich habe keinen Bock, dass mir jetzt da oben noch was reinreißt. Was brauche ich denn noch? Ich brauche, davon brauche ich noch, mehr? Nein, eigentlich nicht. Ich brauche noch 3 so eine Stufen für das Sofa. Ich hoffe, ich habe noch graue Wolle übrig. Ach stimmt, jetzt kann ich ja wieder das ziehen. Das geht ja bei der Vize-Beast-Version noch nicht, weil da eine frühe Minecraft-Version ist. Das gibt es ja momentan nur für die 1.47 noch, glaube ich. So, graue Wolle, genau, davon brauche ich noch eins. So, dann kann ich hier noch ein bisschen Zeugs wegpacken. Die Karotten zum Beispiel, will auch keiner mehr essen. Ich habe jetzt Steak. So, und bald brauche ich mir nochmal welches, glaube ich, sollte ich demnächst tun können. Ich weiß ja nicht, wie weit das Clay-Ding ist. Sollte bald fertig sein, hoffe ich mal. So, weg damit. Schwarzpulver weg. Hatte ich da die Blume drin? Ja, hatte ich. Oh, warum habe ich... Oh, ich bin auch dumm, dass ich die graue Wolle noch wieder mitgenommen habe. Egal, so. Holz kommt dahin. Das kommt alles dahin. Da brauche ich echt nur noch das, glaube ich. Ich nehme noch mal kurz was mit zum Hochbauen dann. Dann brauche ich jetzt noch 2 Redstone. Oder ein Redstone reicht eigentlich auch schon. Dann Redstone-Lampen. 2 Stück. Und ein Redstone müsste eigentlich genügen. Wenn ich das richtig sehe. Wie viele Feier habe ich? Na gut, ich mache mal die Tür auf. Wenn der Creeper da noch steht, schieße ich erstmal. Sehe ich jetzt natürlich nicht. Oha. Hoffentlich kommt er jetzt nicht runter, das wäre scheiße. Alter, das wäre jetzt richtig kacke, wenn er jetzt da ankommt. Wisst ihr was? Tut mir leid, dass ich das jetzt mache, aber das muss einfach sein. Ich habe jetzt keinen Bock, dass mir hier noch reingesprengt wird. Und ich wette, da wäre noch ein Creeper, der war immer noch da. Jetzt habe ich natürlich das Glas nicht mitgenommen. So, jetzt kann ich auch wieder auf normal stellen. Das war jetzt wirklich nur für das kleine Stück da. Ja, ich weiß, aber das musste jetzt einfach sein. Ich habe jetzt echt keinen Bock noch auf Creeper gehabt. Verdammt, ein Redstone reicht natürlich nicht aus. Ich bin ja auch schlau, dass ich die beiden vergesse. Brauche ich noch 2 Redstone. Und Glas. So, aber erstmal das hier. Pfeile habe ich jetzt auch nur noch 2 im Kopf stecken. Beziehungsweise einen im Kopf, einem falschen, natürlich falscher Knopf. Natürlich falscher Knopf. So, und hier muss doch noch so ein Steinding hin. Ich wusste doch, dass irgendwas nicht stimmt. Das heißt. Eieieiei. Jetzt brauche ich noch 2 Redstone. Die Wolle kann aber schon mal weg. So, 2 Redstone. Und das sind da noch 2 von. Die Holz-Slabs können schon mal weg, das Holz an sich. Werde ich nochmal zum Hochbauen nehmen. Ich brauche noch 2 Glas dann nur noch. 3 Glas, weil das eine Fessel kaputt ist. Genau so war das. Vielleicht hat er hier noch Glas übrig gehabt. Tatsächlich. Ah, ich mach's lieber genau, dann habe ich nichts mehr im Inventar. Und ich weiß nicht, sollte ich jetzt noch. Ich habe ja gar keinen Weizen mehr für die Hüsen, auch keinen Sattel. Das heißt, das zweite Hotel hat sich erstmal erledigt. Das werde ich heute noch nicht sammeln gehen. Werde ich wahrscheinlich jetzt schon mal die Aufnahme gleich beenden. Wenn ich das Pferd nochmal richtig getutet habe. So, dann das sind da. Sehr schön. Dann kurz nochmal hochbauen. Oh, verdammt, ich hatte es doch schon richtig. Ich bin ja auch gerade immer noch extrem verpeilt. So, dann kommt da 2 Redstone hin. Sehr schön. Jetzt klappt das alles. Und so, das Haus einrichten werde ich dann später irgendwann noch. Gut, haben wir's. Der Tür zumachen lohnt sich jetzt nicht, weil ich gleich wieder runtergehe. Aber das hatte Hüso. Gib mir die Leine. Warte mal, also ich glaube, es kommt halt nicht durch 2 hier durch. Pack es gleich in die. Ach, pack gleich in den Jane-Stall. Das heißt, das hier kommt mal kurz weg. So, Leine her. Komm her, Pferd. Ja, hier, da kommst du jetzt rein. Das ist dein neues Zuhause, Pferd. Du hast sogar was zu trinken. So, rutsch mal nach da. Und wir haben unser erstes Pferd. Sehr schön. Später.
warte mal, Pferderüstung, ich weiß nicht, kann man, ich muss ja so absteigen, das ist es ja jetzt immer mit Shift. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das halt ist mit den Pferderüstungen, ob man die schon bauen kann oder ob man die nur finden kann. Bin ich gerade echt überfragt mit. Aber, wie dem auch sei, ich mach grad zu oft so. Blablabla. Egal. Also, ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Da werde ich natürlich wieder nicht reden, also nur so wieder einleitende Worte oder so, wie es bei der 100er Folge war. Ah, wie dem auch sei. Bis dann, haut rein. Ciao.